In Schwarzenberg war der Samstag ein großer Tag für Elbler und Zuschauer. Nach einem langen Sommer kehrten die Hirten mit ihrem Vieh wieder ins Tal zurück. Reinhard Kleber beispielsweise war Hirte auf der Alpe Korb und kennt jedes der ihm anvertrauten Tiere. Kennen tust du ein Stückchen fair, bloß am Kopf. Also ich kenn's bloß am Kopf, am Vödler. Kennen sie ihn nicht, ja. Aber wenn du so viel Sommer zahlt bist, also die 90 Stück kenne ich zwei Tage. Von der Sommerfrische wurden die Tiere am Samstag wieder ins Tal geleitet. Traditionell wird das Vieh ausgerufen und dem jeweiligen Bauern übergeben. Dann treibt man es mehr her und ich greife es nochmal an. Und sobald ich angegriffen werde, geht es mir nichts mehr an. Der Sommer bin ich verantwortlich fürs. Und wenn sie angegriffen werde und die Scherle noch weg, geht es mir nichts mehr an. Gekrönte Häupter müssen nicht königlich sein, denkt man sich, wenn man so die Kühe und Jungtiere betrachtet. Doch nicht immer darf der Blumenschmuck aufgesetzt werden. Ein Blumenschmuck hat man bloß denn, wenn auf der Tischsee kein Onko ist auf der Alp. Nicht auf alle, nicht verreckt und mit alle wieder hochbringst. Und wenn da jetzt auch, sagen wir, Abad rollt und auf der Tischsee Tee ist, dann gibt es keinen Blumenschmuck. Wieder im Tal zurück. Das scheint nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Hirten eine Umstellung zu sein. Ja, das musst du zuerst wieder dran geworden. Also, da bin ich tägliches Maus hallo und wenn die Frau nicht da ist, muss ich selber kochen und alles selber tun. Und keinen Strom hast und da musst du halt komplett umstellen. Ein Alpsommer hat seine Vorteile, sind sich alle Hirten, Elpler und Sennen einig. Und eines ist auch klar, so ein Elplerleben ist nicht jedermanns Sache. Das muss der Kier sein, Zeit kommen. Jeder kann das nicht. Und wir wollen einen Sommer lang nicht mehr gehen. Ich weiß, dass ich die größte Freude ist, mit einem schwarzen Berg, wo das letzte Stückchen Fee angesehen hast, und da warst, sind alle da, gesund. Das ist eigentlich das Schönste.